Hey, ich möchte gerne heute mit euch über das Thema Minimalismus sprechen. Das ist ja so eine Sache, die mich jetzt schon seit einiger Zeit beschäftigt. Ihr habt das ja hier auf dem Kanal auch mitbekommen. Genauer gesagt, inzwischen seit 1,5 Jahren. Und ich dachte mir, das ist so ein ganz guter Zeitpunkt, um euch vielleicht einfach mal zu erzählen, was sich denn innerhalb dieser Zeit für mich so verändert hat. Davor noch ganz kurz zur Erinnerung, ich werde am Mittwoch Angela Merkel interviewen und es wird einen Livestream geben von diesem Interview hier auf YouTube. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch das Ganze anguckt, wenn ihr vielleicht mitkommentiert und mit dabei seid. Und ich werde euch rechtzeitig alle wichtigen Infos geben auf Twitter und auf Instagram. Also schaut gerne mal unten in der Infobox vorbei, da sind meine Accounts verlinkt. Okay, zurück zum Minimalismus. Für den Fall, dass ihr meine alten Videos noch nicht gesehen habt, die ich darüber gemacht habe, dann findet ihr die oben auf dem i oder ebenfalls unten in der Infobox. Aber mal kurz so zur Zusammenfassung. Bei mir war es so, dass ich eigentlich nie so wirklich viel Kram hatte. Also ich habe mich immer in einem Rahmen bewegt, der wirklich relativ normal war. Es war nicht zu wenig, nicht zu viel, einfach so eine ganz normale Menge an Zeug, die man eben hat. Und irgendwann kam ich dann aber doch an den Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich glaube, das könnte vielleicht so ein bisschen zu viel sein. Ich bin damals nämlich umgezogen von der Wohnung meiner Eltern in ein Studentenwohnheim und dieses Studentenwohnheim, das Zimmer, das ich da hatte, das war nur 18 Quadratmeter groß und innerhalb dieser 18 Quadratmeter war auch noch eine Küchenzeile und ein Bad. Das heißt, das, was noch über war, das war wirklich relativ wenig. Und ich habe gemerkt, oh, die ganzen Sachen, die ich habe, da muss ich schon ganz schön quetschen, dass die wirklich da reinpassen. Während ich da also so ein bisschen Tetris gespielt habe, habe ich mir die Sachen näher angeschaut, die ich da mitgebracht habe. Und mir ist aufgefallen, dass wirklich vieles davon Dinge sind, an die ich mich teilweise gar nicht mehr erinnert habe oder Sachen, bei denen ich mir dachte, wow, das habe ich wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr benutzt. Und ehrlich gesagt mag ich das auch gar nicht so wirklich. So eine Zeit lang habe ich das Zeug dann einfach liegen gelassen, aber irgendwann habe ich gemerkt, das Ganze ist so ein bisschen bedrückend. Dadurch, dass da drin so wenig Platz ist, fühle ich mich irgendwie nicht mehr wohl. Und dann habe ich begonnen auszusortieren, Kategorie für Kategorie, das heißt zuerst die Klamotten, Schuhe, Kosmetik, Pflegeprodukte, Krimskrams, der rumsteht, Küchenartikel und so weiter, also eigentlich wirklich alles, was ich besitze. Es war jetzt nicht so, dass ich total eskaliert bin und innerhalb von einem Tag irgendwie die Hälfte von meinem Kram rausgeschmissen habe, sondern ich bin da sehr besonnen vorgegangen sozusagen. Ich habe mir das wirklich nach und nach angeguckt, bei jeder Sache überlegt, brauche ich die nicht. Und ja, dadurch eben, dass das so ein Prozess war, hat sich das echt gut angefühlt. Es war da einfach der Zeitpunkt gekommen, an dem ich mir mal einen Ruck gegeben habe und das Ganze so richtig angegangen habe, weil davor war das immer so, dass ich mir dachte, ich weiß nicht, vielleicht kann man die Sache ja noch irgendwann mal gebrauchen und wenn ich was wegwerfen wollte, dann hatte ich direkt so 20 Szenarien, wo das eventuell mal nützlich sein könnte. So klar, es liegt seit 5 Jahren im Schrank, aber diese Situation kommt bestimmt. Außerdem ist es ja als Student so, dass man jetzt nicht gerade im Geld schwimmt und deswegen habe ich mir damals auch gesagt, werde ich mich jetzt irgendwann ärgern, wenn ich da eine Sache rausschmeiße, die ich vielleicht dann irgendwann neu kaufen muss, weil das einfach unnötiges Geld ist, das ich rausschmeiße und so weiter und so fort. Das sind lauter Gedanken, ja, die mir eben in der Zeit gekommen sind. Ich denke, es ist ganz normal, dass man sich über diese Dinge Gedanken macht und die ganzen Sorgen zur Seite zu schieben, das ist natürlich nicht so leicht, aber ich war da einfach in so einer Situation, wo ich gemerkt habe, es erdrückt mich alles und irgendwie hat mich das ja, fast schon so ein bisschen gezwungen, endlich mal zu Potte zu kommen. Ich habe mich dann bemüht, das Ganze so ein bisschen realistischer zu sehen und mir wirklich zu sagen, Sachen, die schon sehr lange rumliegen oder die du eigentlich gar nicht leiden kannst, da kannst du wirklich mal drüber nachdenken, ob das nicht weg kann. Die Dinge, die ich aussortiert habe, habe ich dann entweder an Freunde verschenkt oder ich habe sie gespendet, teilweise auch an euch irgendwie per Instagram verlost und dann wirklich nur die Sachen, die über waren, bei denen ich gesehen habe, okay, die kann wirklich keiner mehr gebrauchen, weil die kaputt sind, zum Beispiel, die habe ich dann auch wirklich weggeworfen. Es gab so die ein oder andere Sache, die mich beim Ausmisten echt überrascht hat, wie beispielsweise, dass ich total viel Geschenkpapier hatte, wo ich mich echt gefragt habe, was soll das? Warum habe ich davon so viel? Das war irgendwie so viel Zeug, dass ich damit in den nächsten 20 Jahren noch hätte Kram einpacken können. Und wieder andere Dinge haben mich dann motiviert, weiter auszusortieren, weil die irgendwie aus einem Bereich kamen, wo ich gemerkt habe, aha, das ist jetzt irgendwie, ja, eine Ecke, an der ich eh schon relativ wenig habe, aber ich komme mit diesen Sachen sehr gut klar. Und wenn das hier funktioniert, dann kann das ja theoretisch auch in anderen Bereichen funktionieren. Viele von euch haben mich unter den anderen Minimalismus-Videos gefragt, ob es nicht vielleicht auch so ein paar Sachen gab, bei denen ich mich total drüber geärgert habe, dass ich sie weggegeben habe, weil ich sie irgendwie nochmal gebraucht hätte oder weil doch eine große Erinnerung noch dran hing und ich das jetzt nicht mehr wiederbekommen konnte. Und ehrlich gesagt war das bei ein, zwei T-Shirts so, dass ich mich da wirklich gefragt habe, wäre es nicht besser gewesen, wenn ich die hier behalten hätte? Die waren doch mit einer schönen Erinnerung verbunden. Aber praktischerweise habe ich alle Sachen, bei denen ich davor schon so ein bisschen den Verdacht hatte, dass ich vielleicht irgendwann an den Punkt komme, wo ich mich frage, ob das wirklich so eine gute Idee war, das wegzutun, fotografiert. Und ich hatte also die Möglichkeit, danach die Fotos anzugucken und habe dann gerade auch bei diesem T-Shirt-Beispiel gemerkt, nee, das reicht total, wenn ich die da angucke. Die müssen irgendwie nicht in meinem Schrank noch zusätzlich Platz wegnehmen, weil eigentlich ist es ja die Erinnerung, die damit verknüpft ist,
die ich als wertvoll empfinde und nicht das T-Shirt selbst. Und deswegen genügt mir auch das Foto davon. Ja, im Endeffekt hat sich auf jeden Fall rausgestellt, dass keine der Sachen, die ich damals weggegeben habe, irgendwann noch relevant war in den letzten anderthalb Jahren. Ich habe nichts davon wirklich vermisst und auch nichts, ja, nichts wirklich gebraucht, ehrlich gesagt. Was dann allerdings passiert ist, ist, dass ich in letzter Zeit einige Sachen neu dazugekauft habe. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, dass ich umgezogen bin. Sehr unauffällig mit dem anderen Hintergrund, aber auf jeden Fall wohne ich inzwischen in einer Wohnung, die ein gutes Stück größer ist als die Wohnung davor. Ich bin jetzt in einer WG und da hat man einfach so ein bisschen mehr Platz als eben in dem sehr kleinen Zimmer, das ich davor hatte. Und mit den Dingen, die ich mitgebracht habe, sah es hier drin so ein bisschen kahl aus und deswegen habe ich mir das ein oder andere Kissen geholt und auch so ein paar Bilderrahmen einfach, damit das hier wohnlicher wird. Ein paar weitere Sachen habe ich dann noch ersetzt, das waren hauptsächlich Klamotten, weil wenn man nicht so viele Sachen hat und die ständig wäscht, dann wären die ausgewaschen und teilweise haben die auch relativ schnell Löcher bekommen und deswegen habe ich mir dann gesagt, okay, es ist jetzt an der Zeit, mal neue Sachen zu finden. Unter anderem eben auch, weil ich ja für meinen Job relativ häufig vor der Kamera stehe, jetzt nicht nur hier, sondern auch anderweitig und da ist es dann nicht so schlecht, wenn man jetzt nicht aussieht wie der letzte Schlumpi. Ich habe außerdem festgestellt, dass es für mich so Bereiche gibt, in denen ich einfach mehr behalte als in anderen Bereichen. Beispielsweise hier mit dem Videos filmen auf YouTube ist das so eine Sache. Abgesehen von der Technik, wo vielleicht so ein bisschen mehr da ist, als man im Alltag brauchen könnte, habe ich auch den Hintergrund hier einfach so beibehalten. Einerseits, weil ich den super gemütlich finde, aber eben auch, ja, weil das wirklich Sachen sind, die ich sehr, sehr gerne mag. Und das ist eben nicht nur ein reines Set, sondern Sachen, die mich glücklich machen, wenn ich die sehe. Das ist ja Teil meiner Wohnung. Ich wohne ja wirklich hier. Und ja, da könnte man natürlich sagen, hier, der Hurricane-Becher zum Beispiel da hinten, den hättest du ja auch abfotografieren können und weg damit. Oder die Bücher, wer weiß, ob du die alle nochmal lesen wirst. Aber das ist so ein Bereich, wo ich sage, ich sehe das entspannt. Die Sachen, die geben mir ein gutes Gefühl. Ich mag das gerne, die um mich zu haben. Und in meiner Definition von Minimalismus, ja, wenn Sachen das auslösen, dann ist ja alles fein. Ich persönlich sehe mich nicht gezwungen, Sachen wegzutun, die ich eigentlich ziemlich gerne mag, nur weil man sie theoretisch irgendwie wegminimalisieren könnte und nicht unbedingt bräuchte. Aber jeder muss da so für sich eben das Maß finden, mit dem er oder sie sich wohlfühlt. Was sich in den letzten eineinhalb Jahren bei mir auch nochmal verändert hat, ist, wie ich generell über so materielle Dinge denke. Es war noch nie so, dass ich irgendwie, ja, total interessiert gewesen wäre an Markenklamotten und so weiter. Also ich habe das immer schon so ein bisschen entspannter gesehen, aber ich glaube, ich habe mich da inzwischen noch mehr von losgelöst, gerade eben auch von diesem Gedanken, dass materielle Sachen mit Erinnerungen verbunden sind. Also zum Beispiel, als meine Oma verstorben ist, habe ich ganz viele von ihren Sachen behalten, auch weil ich mir dachte, damit ist ein Teil von der Oma bei mir, auch wenn das vielleicht Sachen sind, die mir gar nicht so gut gefallen haben oder mit denen ich irgendwie nicht wirklich was anfangen konnte und ja, die bei anderen Leuten vielleicht besser aufgehoben gewesen wären. Ja, einfach nur, um diese Erinnerung zu halten. Und inzwischen sage ich mir da, die Erinnerung ist eben nicht abhängig von den materiellen Dingen, die ich habe. Die Erinnerung an die Oma ist ja trotzdem da. Und ja, es genügt mir persönlich auch, wenn ich eben eine Sache behalte, die mich an sie erinnert und die ganzen anderen Sachen, ja, weitergebe an Leute, die mehr damit anfangen können. Außerdem ist mir aufgefallen, dass ich mir zu so Anlässen wie Geburtstag oder Weihnachten inzwischen ja eigentlich nichts Materielles mehr wünsche, sondern eher Zeit mit den Leuten, die ich sehr gerne habe. Ich freue mich dann irgendwie mehr darüber, wenn wir sagen, wir gehen gemeinsam frühstücken oder wir machen einen Ausflug zusammen oder so. Und auch wenn ich Sachen verschenke, dann ist das eher ein Frühstücksgutschein oder ein Gutschein für einen Ausflug oder sonst was. Ja, irgendwie, weil ich das inzwischen schöner finde. Das war jetzt erstmal so ein grober Überblick darüber, was sich so verändert hat in den letzten anderthalb Jahren. Ich hätte total Bock, da nochmal ausführlicher mit euch drüber zu quatschen, auch über so Fragen wie, was habe ich gelernt in der Zeit? Was kann man vielleicht künftig getrost weglassen? Also was würde ich nicht nochmal kaufen? In welchen Kategorien habe ich wie aussortiert? Welche Tipps gibt es da? Und so weiter und so fort. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, ob euch das interessiert, ob ihr da Bock drauf hättet und falls ja, welche Bereiche ihr denn besonders spannend findet. Ansonsten, schreibt mir auch gerne mal, wie das bei euch ist mit dem Aussortieren. Ob euch das leicht fällt oder ob ihr da auch eher so ein bisschen kämpfen müsst. Hier drüben kommt ihr jetzt noch zu der Playlist mit allen anderen bisherigen Minimalismus-Videos. Die ist auch nochmal unten in der Infobox. Denkt gerne, wenn ihr möchtet, an den Livestream am Mittwoch. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei wärt. Und ich hoffe, wir sehen uns hier nächstes Mal wieder. Bis dann. Tschüss.